Servus Leute und willkommen bei Mission 5. Hier kommen 5 Fakten für dein Geld. Wir starten jetzt durch ins Wochenende und verraten dir in diesem Video, wer der Sieger unseres Gewinnspiels ist, wie viele Milliarden wir jedes Jahr durch die Nullzinsen verlieren und warum unsere Geldidee in dieser Woche besonders smart ist. Und jetzt legen wir los. Nerven dich die niedrigen Zinsen zu Hause auch? Dann ist das tatsächlich kein Gefühl, sondern harte Realität. Wir Sparer zahlen nämlich jedes Jahr Milliardenbeträge drauf, dank der Nullzinsen der EZB. Und was das unterm Strich für unseren Geldbeutel bedeutet, können wir uns jetzt mal in Zahlen anschauen. Wir sehen in dieser wunderschönen Tabelle nämlich die Einlagen der deutschen Sparer seit 2010. Und wir sehen, dass sie hübsch steigen jedes Jahr. In diesem Jahr ist eine Schätzung, sollen sie schon 2.400 Milliarden Euro betragen, die Einlagen der Bundesbürger. Und was sehen wir noch in der Tabelle? Die Zinssätze für das jeweilige Jahr und jetzt ganz wichtig, die durchschnittlichen Zinssätze der Vergangenheit. Und wenn man die beiden Zahlen mal miteinander vergleicht, kommt man auf eine Einbuße und die kann man natürlich wiederum umrechnen auf die Einlagen, die wir alle bei der Bank liegen haben, und dann kommen wir wirklich auf sehr hässliche Beträge, die uns da flöten gehen. In diesem Jahr sollen es mehr als 50 Milliarden Euro sein, und wenn man das mal hochrechnet seit 2010, dann haben wir sage und schreibe 331,6 Milliarden Euro draufgezahlt. Fragst du dich auch, was künstliche Intelligenz denn nun wirklich kann? Ist natürlich eine gute Frage und wir haben da ein spannendes Beispiel gefunden, nämlich was aus der Praxis, ein KI-Zertifikat. Und dieses KI-Zertifikat orientiert sich am sogenannten Europe Big Data Sentiment Index, dem BDX. Und was misst dieser Index jetzt? Klar, das Sentiment, also die aktuelle Anlegerstimmung. Algorithmen und KI misst also, was ihr zu Hause denkt über Aktien. Also was wird auf Twitter diskutiert, was wird in Online-Foren diskutiert und natürlich auch in den Kommentarspalten rund um den Globus. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die KI da für Aktien rausgesucht hat. Stand 22.05. sind Aktien drin, die am höchsten gewichtet sind, wie Fresenius, wie LVMH, wie Kering oder wie Symrise. Natürlich sind das noch viel mehr Aktien. Wer mehr wissen will, kann unten in die Videobeschreibung reingucken. Wir packen da noch ein paar spannende Links rein. Und jetzt noch ein wichtiger Hinweis. Das ist jetzt kein Tipp von uns, keine Empfehlung und auch kein gesponserter Post, sondern einfach nur eine Geldidee, eine Inspiration. Geld hoch 2 hat geschrieben unter das Interview mit Trade Republic: Die Parkinson'schen Gesetze sind wieder bestätigt. Ein Mann weg, jetzt doppelte Anzahl an Videos. Dafür gibt es ein Like. Dankeschön, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen und kommen jetzt feierlich zum wahren Kommentar der Woche, nämlich zur Auslosung unseres Gewinnspiels. Wir hatten letzte Woche in der Frage der Woche euch 3 DAX-Charts gezeigt, die Professor Weber von der Uni Mannheim vor ein paar Jahren schon entworfen hat und dadurch einfach zeigen wollte, wie stark der Zufall sich auf die Aktienmärkte auswirken kann. Und wir haben euch schätzen lassen, wer von diesen 3 DAX-Verläufen der echte ist und welche 2 gefaked sind. Und alle echten Antworten, alle richtigen Antworten sind jetzt hier drin und wir werden jetzt feierlich hier beaufsichtigt von Gewinnspielleiter Peter Blöd und von Matze den Gewinner ziehen. Und es ist... Mensch, wer ist es denn? Es ist K.S. Vadius, der hat geschrieben, Chart 3 ist der richtige. Und das stimmt, somit ist das jetzt hier die Auflösung. Also Chart 1 und Chart 2 waren einfach nur Zufall, also erfunden, ausgewürfelt. Herzlichen Glückwunsch, melde dich bei uns, dann kriegst du das Buch von Florian Homm und von Dr. Markus Elsässer von uns zugeschickt. Wir haben eine kleine Hommage an Niki Lauda. Er ist leider vergangene Woche verstorben und er war ja ein Musterbeispiel für ein wirklich starkes Mindset und er war auch erfolgreicher Unternehmer. Und er hat mal auf die Frage, ob er denn geizig sei, geantwortet: Ich glaube, ich weiß im richtigen Moment, das Geld auszugeben. Also von Niki Lauda kann man sicherlich noch einiges lernen in Sachen Mindset und dem richtigen Umgang mit Geld. Und wir haben noch ein zweites Zitat der Woche und das passt perfekt zur aktuellen Diskussion um Enteignung, Steuergerechtigkeit und die Mittelschicht. Und es kommt nicht von einem Ökonomen, sondern von einem Philosophen, und zwar von Peter Sloterdijk. Er hat das in einem Essay schon vor einigen Jahren geschrieben, und zwar heißt dieser Aufsatz von ihm Die Revolution der gebenden Hand. Den ganzen Essay kann ich jetzt leider nicht vorlesen, aber wer ihn lesen möchte, wir packen euch einen Link dazu unten rein in die Beschreibung. Und ich lese jetzt nur ein kurzes Zitat daraus vor, was sehr treffend ist zur aktuellen Diskussion.
Allein aufgrund dieser moralisierenden Stilisierung der ökonomischen Grundverhältnisse konnte Kapitalismus zu einem politischen Kampfwort und systemischen Schimpfwort werden. Als solches macht es gegenwärtig erneut die Runde. Es steht für die Fortsetzung der feudalen Sklaven- und leibeigenen Ausbeutung mit den Mitteln der modernen oder bourgeoisen Lohnempfängerausbeutung. Ja, Stichwort Lohnempfängerausbeutung. Es ist ja tatsächlich so, dass man heutzutage gar nicht mehr so viel verdienen muss, um den Spitzensteuersatz zahlen zu müssen. Also als Durchschnittsverdiener kann man da schon schnell geprellt sein. Ein Einkommen von 55.000 Euro kann schon reichen, dass man da reinrutscht. Und jetzt würden wir gerne eure Meinung wissen zu diesem Zitat der Woche vom Kollegen Sloterdijk. Fühlt ihr euch ausgebeutet? Was sagt ihr zur Steuerdiskussion, Enteignungsdiskussion? Ist der Staat nicht eigentlich schon ganz heftig am Enteignen seit einigen Jahren? Wollt ihr den Soli weghaben und so weiter? Also, wir freuen uns auf euer Feedback in den Kommentaren. Her damit! Was wolltet ihr schon immer mal machen? Eine bestimmte Reise, vielleicht die chinesische Mauer ablaufen oder endlich mal auf den Eiffelturm an den Nordpol? Wollt ihr ein Unternehmen gründen oder vielleicht ein Buch schreiben? Eine Idee, die ihr schon lange in der Schublade habt. Apropos Buch, das war meine Inspiration der Woche, und zwar das Time Horizon Prinzip von Julian Hosp habe ich letzte Woche gelesen, und das hat einen bestimmten Grund. Wir haben ihn vor kurzem interviewt. Das Video ist am Donnerstag online gegangen. Ihr könnt euch hier oben reinklicken. Und was mir wirklich sehr gut gefallen hat an diesem Buch, dass er das Leben oder das Mindset sehr stark daran bemisst, unter dem Aspekt Zeithorizont, also den Time Horizon. Und das spielt ja auch gerade beim Investieren eine sehr wichtige Rolle. Wir als Investoren müssen ja immer stark darauf achten, ja, was spielt sich in 10, 20 oder sogar 30 Jahren ab und nicht, was passiert heute oder morgen. Wir lassen uns ja gerne von den Schlagzeilen leiten und denken einfach viel zu kurzfristig. Wir erledigen auch im Alltag immer die Sachen logischerweise mit Deadline. Aber was mich wirklich inspiriert hat, die richtig wichtigen Sachen, die wir wirklich wollen, die haben oft gar keine Deadline. Stichwort Reise und Stichwort Bucketlist zum Beispiel. Was steht bei euch ganz oben auf eurer Bucketlist? Das würde uns brennend interessieren. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und das Tolle daran, jeder, der mit Hashtag Deadline uns auch ein bisschen inspiriert, der kann was gewinnen. Und zwar verlosen wir zwei Bücher von Dr. Julian Hosp, das Time Horizon Prinzip. Also wir sind wirklich gespannt, was euch auf der Seele brennt, was euch inspiriert und was ihr immer schon mal machen wolltet. Vielleicht könnt ihr es schon in wenigen Tagen und in diesem Jahr noch umsetzen. Hashtag Deadline. Und jetzt haben wir Mission 5 für diese Woche wieder accomplished. Wir verabschieden uns jetzt ins Wochenende. Kommentiert fleißig, liked, teilt und abonniert vor allem diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Jetzt lasst es euch gut gehen. Cheers, wir sehen uns. Ciao.